وقل رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الله سبحانه وتعالى sagte in سورة 25 سورة الفرقان die Unterscheidung Vers 58 وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn, er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. In diesem Vers haben wir drei schöne Punkte, auf die ich schnell eingehen möchte. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt hier, dass man sich nur auf ihn verlassen soll. Dann erwähnte er subhanahu wa ta'ala eine wunderschöne Sache, damit klar wird, warum man sich nur auf ihn verlassen soll, und sagte, auf den Lebendigen, der nicht stirbt. Denn es passiert, dass man sich auf Freunde und Verwandte verlässt. Allah subhanahu wa ta'ala aber ist derjenige, der deine Freunde und Verwandte lenkt und beherrscht. Denn er subhanahu wa ta'ala regelt die Angelegenheiten. Es kann also sein, dass einer deiner Freunde oder Verwandten stirbt oder vergisst, und somit ist auch dein Tawakkul, dein Verlassen auf sie, mitgestorben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, damit diese Anbetung des Herzens, At-Tawakkul, das sich verlassen auf Allah, voll und ganz ihm gewidmet wird. Der zweite Punkt aus diesem Vers ist, wasabbih bihamdih, und lobpreise ihn. Mit dem Wort lobpreisen, finde ich, kann man nicht viel anfangen, denn der Tasbih weist im Arabischen auf Freisprechung von Fehlern, Mängeln und Schwäche hin. Und das passt hier sehr schön in den Kontext des Verses. Denn derjenige, der nicht stirbt und ewig lebt, ist frei von Schwäche, Mängeln und Fehlern. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala weder schläft noch ermüdet, geschweige denn stirbt. Und der dritte und letzte Punkt ist ein Punkt, der zur Läuterung der Seele verhilft, die sogenannte Tazkiyatun Nafs. Am Ende des Verses heißt es, Allah genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. Und das sagen wir denjenigen, die es so lieben, die Fehler und Sünden anderer Muslime aufzudecken. Es ist nicht deine Aufgabe, die Fehler anderer zu verfolgen. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala spezielle Engel erschaffen, die die Sünden und Fehler aufschreiben. Deshalb sagen wir ihnen, Allah genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeihen und sie nicht aufdecken vor den Menschen, weder im Diesseits noch im Jenseits. Hada wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.